Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin heute allein, denn ich mache ein Tutorial. Und zwar, wie ihr mehr FPS kriegt. Wie ihr seht, habe ich so zwischen 130 und 145 FPS. Das liegt daran, dass ihr in die Grafikeinstellungen gehen müsst. Und dann hier auf maximale Bitrate könnt ihr runterstellen und hochstellen. Am besten ist, wenn man die auf unbegrenzt stellt, also nach ganz rechts. Dann hat man schon mal viel mehr FPS. Man kann damit, wenn man auch einen guten PC hat, kann man bis zu 1500 FPS generieren. Und der zweite Tipp, den ich habe, den seht ihr gleich auf meinem Startbildschirm. Bis gleich. Leute, da sind wir wieder auf meinem Startbildschirm. Wie ihr seht, habe ich schon auf Minecraft rangezoomt. Denn ich habe sehr viel Müll außenrum. Das wollt ihr, glaube ich, gar nicht sehen. Wir brauchen jetzt Minecraft, und zwar im Startbildschirm. Da machen wir Rechtsklick drauf und gehen ganz unten auf Eigenschaften. So, dann sind wir in den Eigenschaften. So, und jetzt hier bei, jetzt haben wir hier die ganzen Sachen, Sicherheit, Verknüpfung, Details. Wir brauchen Verknüpfung. Gehen, also hier gibt es Zieltyp, Zielort und Ziel. Wir brauchen Ziel. Hier steht das drin, woraus ihr Minecraft bekommen habt. Also wo Minecraft drauf ist. Das könnt ihr auch finden, wenn ihr in eure Dateien reingeht. Dateien. Dann geht ihr halt hier, geht auf lokaler Datenträger C ist es bei mir. Wenn ich ihn finde, ja hier. Und dann geht ihr auf Programme x86 und hier unten ist Minecraft. Hier, das hier braucht ihr. Macht ihr Rechtsklick drauf, Eigenschaften. Und dann kopiert ihr einfach das und fügt das ein in Ziel. Aber jetzt zurück zu den Eigenschaften. Also wir haben dann hier das Ziel und gehen ganz bis zum Ende. Hier sind diese zwei Gänsefüßchen. Und dann machen wir ein Leerzeichen, geben ein Slash prefetch. Hier hätte es so geschrieben, prefetch. So. Und dann Leerzeichen 1. Also Leerzeichen Slash prefetch. 1. Steht auch noch mal unten in der Beschreibung. Könnt ihr dann auch mal daraus kopieren. Dann klickt ihr einfach auf OK. Ja, geht dann auf Fortsetzen. Und dann ist das schon gespeichert. Dann müsst ihr einmal, wenn ihr noch in Minecraft drin seid, müsst ihr einmal rausgehen. Und dann bekommt ihr schon mehr FPS. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Viel Spaß beim nächsten Video. Also, was heißt viel Spaß? Ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss!